Ich freue mich sehr, dass ich meine eine Minute Postervorstellung jetzt ein bisschen ausdehnen darf, dadurch, dass ein Beitrag hier frei geworden ist, weil ich auch schon gemerkt habe an den Diskussionen am Poster, dass da nicht alle Fragen geklärt werden konnten in der Kurzvorstellung. Möchte gerne also das nochmal etwas ausführlicher in ein paar Minuten darstellen und kann auch gerne dann Ihre Fragen beantworten. Foster ist ein zweijähriges EU-Projekt, hat im Februar gestartet, soll Foster Open Science Training, also das Training für Open Science auf europäischer Ebene verstärken. Wir haben uns die Zielgruppen gesetzt, hauptsächlich Nachwuchswissenschaftler, aber auch andere Anspruchsgruppen, also zum Beispiel auch Bibliothekare, zum Beispiel Mitarbeiter in Forschungseinrichtungen, bei Forschungsförderern zu trainieren. Hauptsächlich aber wollen wir die Nachwuchswissenschaftler erreichen über Multiplikatoren. Es geht darum, in einer ganz engen Linie Open Access zu vermitteln, zu trainieren. Aufgrund der, wurde gestern ja auch schon sehr ausführlich dargestellt, Horizon 2020 Anforderungen, von denen viele Wissenschaftler noch gar nichts wissen. Also als ich habe in dem Projekt im April angefangen, als ich meinen Bekannten und Kollegen erzählt habe, was ich jetzt in Zukunft mache, haben diejenigen, die als Wissenschaftler arbeiten, gesagt, aha, ist ja interessant, ist das wirklich so, echt, meinst du? Also deswegen kann ich den Punkt, die Wissenschaftler lernen das und kriegen das alle mit in ihrer Ausbildung gar nicht so bestätigen. Da ist noch ein riesengroßer Trainingsbedarf und das zeigt auch, dass dieses Projekt von der EU ausgewählt und gefördert worden ist, dass auch auf der EU-Ebene das so gesehen wird, dass dann auch ein sehr großer Nachholbedarf bei den Wissenschaftlern besteht. Open Access Prinzipien, aber auch, also der Open Data Pilot hat ja jetzt mit dem neuen Forschungsrahmenprogramm angefangen, dann auch die Themen auszuweiten auf Open Science und diese so zu trainieren, dass sie für die Wissenschaftler und Doktoranden, also die sozusagen als Wissenschaftler gerade anfangen, gelernt werden kann, wie es in die normalen Arbeitsabläufe integriert werden kann. Und deswegen muss es auch nicht zwangsläufig als separate Veranstaltung konzipiert werden. Also da war auch so die Frage im Raum, muss der Titel der Veranstaltung jetzt Open Access heißen und der Teilnehmer ist vielleicht ein bisschen sogar abgeschreckt und sagt, jetzt muss ich da noch was Eigenes lernen. Ich habe ja schon wissenschaftliches Publizieren gelernt, ich habe Englisch für meine Disziplin gelernt und jetzt muss ich da auch noch was ganz Neues lernen. Also vielleicht ist es auch gut, es einfach in andere Veranstaltungen mit reinzunehmen, wo einfach wissenschaftliche Arbeitsabläufe gelernt und trainiert werden. Aber da muss es dann natürlich unbedingt vorkommen, wie mache ich das, wenn ich was publiziere und da am Ende mit meinem Artikel dastehe und der Verlag ist irgendwo oder meine Institution ist irgendwo und was heißt überhaupt Repositorium und wie ist das mit den ganzen Lizenzen. Also es ist eine Menge Dinge zu lernen und die sind in die Arbeitsabläufe mit einzubetten. Die Herausforderung ist da auch in der Richtung, dass die unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen das unter Umständen ganz unterschiedlich sehen. Also es gibt da kein Trainingspaket, was man zusammenstellen kann und was dann für Europa funktioniert, in jeder Sprache und in jeder Kultur und in jeder Wissenschaft, sondern das ist möglichst in kleinere Pakete zu verteilen und sehr unterschiedlich zu trainieren. Da sind wir aber auch in dem Projekt noch beim Herausfinden, wie unterschiedlich muss das sein, wie unterschiedlich darf das sein, dass die Inhalte auch möglichst mit endlichem Aufwand herzustellen und wiederzuverwenden sind. So, weiteres Ziel ist, die Trainingskapazitäten insgesamt für Europa zu stärken, das heißt eben auch die Einrichtungen, da sind die Bibliotheken natürlich als in erster Linie Ansprechpartner, weil die hoffentlich die Studenten, die Doktoranden irgendwann mal in ihrem Leben in der Bibliothek landen und da ihren Ansprechpartner haben, wenn sie Informationen suchen. Hoffentlich nicht nur zu Hause mit dem Laptop Google suchen, sondern auch mal einen Bibliothekar treffen, der ihnen erklärt, wie man auch anders suchen kann und da vielleicht auch mal noch eine Frage stellen kann, was mache ich, wenn ich selber einen Artikel habe und den jetzt auch gefunden haben möchte, später mal durch andere. Was stellen wir uns vor an Methoden? Wie machen wir das? Wir sammeln Trainingsinhalte. Es hat im März einen Aufruf gegeben, Trainingsinhalte
anzumelden mit einer Beschreibung, was wurde da trainiert. Gibt es nicht viele, aber ein paar Felder auszufüllen. Diese Inhalte sollen dann in dem Foster-Portal, was seit einer Woche knapp online ist, und so als Vorschau erstmal, gesammelt werden und dann zukünftig für Trainings im Bereich Open Access und Open Science zur Verfügung stehen. In die verschiedenen Zielgruppen, Bibliothekare, Forschungsförderer, Studenten und Wissenschaftler aufgeteilt und nach verschiedenen anderen Kriterien eben noch Inhalten und Formaten und so weiter suchbar. Andere Methoden, ganz klassische Seminare, aber auch also möglichst Train the Trainer. Das Poster unten, wenn Sie nachher nochmal vorbeischauen wollen, zeigt auch noch viel mehr Formate. Wir wollen auch, sagen wir mal, modernere Varianten wählen, wie Barcamps. Im September findet ein Barcamp zum Beispiel in Göttingen statt, beim Historikertag mit angegliedert. Also was sozusagen Studenten heutzutage auch an Formaten erwarten. Also vielleicht kein Weiterbildungsformat, wo sie ein Budget brauchen, um dahin geschickt werden zu können. Sondern etwas, was Sie auch kostenlos besuchen können, Webinare, was Sie übers Internet einfach anschauen können. Also wir haben bei der Auswahl der Projekte, okay, jetzt komme ich nochmal zum, wie findet das Ganze statt, bei der Auswahl der Projekte darauf geachtet, dass es möglichst eine Vielfalt abdeckt. Wie kommen wir zu den Seminaren? Es gab im März eine Ausschreibung, Trainingsorganisation, Trainingsveranstaltung anzumelden auf eine Ausschreibung hin. Das sind die jetzt als Trainingskalender auf dem Foster-Portal zur Verfügung stehen für 2014. Und im Oktober gibt es die nächste Ausschreibung für Trainingsveranstaltungen im Jahre 2015. Dafür stehen jeweils 100.000 Euro zur Verfügung. Wir stellen uns vor, jeweils 10 Projekte zu fördern mit einer Fördersumme bis zu 10.000 Euro. Die meisten Projekte in dieser Ausschreibung, dann 45 Anmeldungen, haben weniger Budget beantragt. Daraufhin konnten wir 18 Projekte fördern, die jetzt, also einige sind schon gelaufen, aber die anderen, also die Hauptanzahl ist von September bis Dezember. Genau, eigentlich bin ich schon fast durch, 5 Minuten noch. Ja, der Trainingskalender steht auf dem Portal fosteropenscience.eu. Das richtige Trainingsportal mit der Gesamtfunktionalität wird wahrscheinlich im Dezember zur Verfügung stehen, wo dann auch die von den bereits stattgefundenen Trainings die Trainingsinhalte angeschaut werden können. Die werden sehr unterschiedlich aufbereitet sein. Also es reicht von, genauso wie es hier stattfindet, Videoaufzeichnungen von Trainings, einfache Hochladen der Folien, aber auch wenn Webinare aufgezeichnet werden, ist im Prinzip auch das ganze Trainingspaket anschaubar. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einen Webbrowser irgendwo erwischen kann, ohne dass ich alles kaputt mache. Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen mutig, weil ich wollte noch ganz kurz die Trainingsinhalte zeigen. Die Frau Bergier hat vorhin schon mal ein Screenshot vom von unserem Trainingskonto nicht hergestellt werden. Okay, dann geht das nicht. Müssen Sie selber reinschauen. weil es hier die Punkte auch kamen, welche Inhalte sollen überhaupt trainiert werden. Wir haben Open Access, Open Science, Forschungsdaten, Management. Wir haben aber auch Themen wie Metriken und, okay, da wäre das Kabel gewesen. Kabel allein reicht nicht. Ein Thema ist Funder Compliance, also wie kann ich als Wissenschaftler den ganzen Richtlinien, die es von den verschiedenen Forschungsförderern gibt, entsprechen. Also es gibt 8 Trainingsbereiche, in denen man suchen kann, was es dort für Inhalte gibt. Gut, ich glaube, das waren alle Punkte, auf die ich hinweisen wollte. Wenn Sie Fragen haben, gerne jetzt oder gerne später nochmal am Poster. Ja, vielen Dank.
Schnittpunkt.